Ja, liebe Freunde von Minsk und Belarus, Sem Rivet. Also, heute besuchen wir vom Restaurant, hat ein Freund von uns ausgesucht. Selen heißt das. Findet man eigentlich nicht gut, ist praktisch auf der Rückseite des Hauses und wenig Schilder. Wir gehen mal rein und warten auf unsere Freunde. So, das Setup ist sehr cool. Ja, so ein bisschen englische Möbel und Brettermöbel. Naja, wir gucken mal. Ich gucke jetzt mal ins Menü. So sieht das aus. Für die Leute, die schon mal reservieren wollen. Und es gibt auch Leute, die können schon sowas. Hier ist die QR-Adresse. Und wir melden uns dann wieder, wenn wir was bestellen. Also hier ein Schwenk über die Karte. Thunfischsteak gibt es auch. Nudeln. Gebratenen Reis da oben. Ich kann schwer filmen und gleichzeitig auf die Karte picken. Poke ist jetzt auch immer überall in. Die Preise stimmen auch. Und hier gibt es so die Set zum Bier und Wein. Auch nicht schlecht. Dessert hier ist für die Frauen. Also da ist schon mal mit Eis. Ah, dieses Roulette ist meistens sowas wie Biskuit gefüllt. Na, und den Schokoladenfondant gibt es eigentlich auch immer unterschiedlich gut. Meistens nicht schlecht. So, zusätzlich jetzt die Getränkekarte. Also das Taler habe ich jetzt in verschiedenen Restaurants gesehen. 4,20, der halbe Liter, Starob Ramen. Ist nicht aus Tschechien, wird glaube ich hier in Lizenz gebraut. Ja, Cognac gibt es natürlich auch. Der Wodka hier nicht in Flaschen. Und ich glaube da hinten ist dann noch Cocktails. Um die 16 Rubel, alle 16 Rubel. Und Kaffee gibt es natürlich auch. Hierzu Raff, kennt vielleicht noch nicht jeder in Deutschland, das ist Latte mit Sahne zubereitet, also mit Slivki. Also etta Latte is Slivki. Ili is. Ist was gesagt? Ist Slivki? Na, okay, mit ist kann man es nicht machen. Also, das war der Russischkurs für heute und hier Coca-Cola kann man auch so eine Imperialisten-Cola trinken. Hier findet jeder was. Ja, liebe Freunde, schaut euch das an hier. Utka, also die Ente. Auf den Punkt gegart. Ich würde sagen, sehr gut. Und da ist die Borscht schon fast weg. Also, sieht klasse aus. Und bis jetzt Borscht. Wir fragen mal nach der Rückmeldung von einem Klienten hier. Das ist keine Borscht, das ist eine Tomatensuppe. Ah, die Tomatensuppe ist heute keine Borscht, sondern Tomatensuppe. Aber es sieht super aus. Und das Bier ist auch gut. So, und das ist das Set zum Bier. Barbecue-Soße, Hähnchen, wahrscheinlich Schnitzel, verschiedene Würste, Mayonnaise-Soße, Kartoffel. Und das ist, glaube ich, so geröstetes Schwarzbrot, so die Richtung. Sieht auch sehr gut aus. So, und das ist das Teriyaki-Hähnchen. Das ist ein bisschen viel Reis und wenig Fleisch, aber sieht alles sehr gut aus. Und ja, egal was war, wird gut gegessen und Leute sind sehr zufrieden. Also vom Essen würde ich sagen, sehr zu empfehlen. So, wie gesagt, das Essen war gut. Das Hühnchen mit Teriyaki-Soße war ein bisschen zu klein. Hier gibt es auch eine Bar. Da hinten ist die Küche und mir wurde gesagt, hier bei der Glastür gibt es dann noch einen Spielsaal.
Aha. Billard. Ah, und man riecht, hier wird Shisha geraucht. Und hier gibt es die Nudeltöpfe. Und hier für die Kinder und Jugendlichen, ich glaube eher für die Jugendlichen. Ja, das gefällt den Junior. Also man könnte hier gut hingehen, die Kinder parken und dann in Ruhe essen gehen. Aber das ist, glaube ich, nicht im Sinne der Erfinder. Also, ist auf jeden Fall was Besonderes, dass das hier gleich angeschlossen ist. So, Wein ist hier auch im Ausschank. Kann man sich hier auch aussuchen. Das oberste Regal ist um die 49. Das ist das Regal mit 39. 29 und da unten, Schild ist umgefallen, 94. Also, findet man auch was. So, die Kamera überblendet ein bisschen. Also, das war jetzt hier Restaurant Seelen. Ich gebe den Link ins Internet. Einmal ums ganze Haus rumlaufen. Es ist ein bisschen, von der Straße sieht man es nicht so, aber sehr empfehlenswert. Portion, also mein Hähnchen war ein bisschen zu wenig. Die großen Platten zum Bier und Wein, die sind gut. Aber es hat alles hervorragend geschmeckt. Gute Preise, gutes Essen. Was will man mehr? Ja, wir berichten wieder, vielleicht auch mal ohne Restaurant.